Der Impftrack ist nichts anderes als ein mobiles Impfzentrum. Der grösste Unterschied ist, dass wir mobil sind natürlich zu einem normalen Impfzentrum, dass es klein ist, aber sophisticated, das heisst, es ist wirklich schön und gut eingerichtet, wie ein normales Impfzentrum. Die genau gleichen Sicherheitsauflagen, eigentlich ist es absolut vergleichbar. Wir haben hier beim Impftrack ein Ticketing-System wie bei der Post. Sie ziehen ein Nummer, weil wir können nicht zu viele Leute natürlich im Impftrack gleichzeitig drin haben. Wir müssen ein bisschen buffern und ja, wenn wir mal rein dürfen. Die Leute warten hier, bis sie aufgerufen werden über die Nummern. So haben wir die Kontrolle, wie viele Leute stehen noch an. Dann können wir ein bisschen kontrollieren, was uns noch auf uns zukommt. Man sieht, wir haben nur zwei Impfkeulen. Die Prozesse werden wir müssen optimieren. Wir probieren einfach das Maximum rauszuholen. Wie viel das genau werden sein pro Tag, das können wir jetzt noch nicht sagen. Man hat gesehen, dass das Walk-in-Angebot, dass die Leute sich nicht anmelden und dass das wirklich ein Bedarf ist. Und werden wir auch hier das Walk-in-Angebot genau gleich wie dann auf dem Impfschiff anbieten. Wir gehen weiter. Wenn die Nummern aufgerufen werden, kommen die Leute rein. Jetzt wird es ein bisschen eng. Wir haben hier vorne drei Check-in-Points. Also, wenn der wirklich geschafft wird, wird hier zugemacht. Dann sind die drei Leute hinten eingefangen. Wir haben hinten hier in diesen beiden Schränken die ganze Technik. Auf der linken Seite ist noch eine Garderobe für unsere Mitarbeiter. Dann haben wir hier die Impfkeulen, wo man sieht, wir haben das Wichtigste hier. Wir haben Impfstuhl drin, also, dass man auch jemanden ablegen oder liegen denken, wenn es nötig ist. Impfen können nur ausgebildete, qualifizierte Leute. Sie sehen, wir haben auch eine Durchreiche zur Apotheke, wo dort Spritzen fixfertig aufgezogen, übergereicht wird. Wir haben hier eine Apotheke, wo wir auch Materiallager drin haben. Wir haben aber auch ein Brunnen, damit wir die Händehygiene einhalten können. Das ist gewährleistet hier. Nach dem Impfen kommt der Checkout. Dort werden die Leute darauf hingewiesen, dass sie 4 Stunden warten. Hier werden ein Zertifikat ausgestellt, Impfbücher ausgefüllt, was dann halt nötig ist. Aktuell haben wir 19 Gemeinden auf der Liste, wo wir werden anfahren. Das heisst, in der Regel sind wir Montag bis Samstag unterwegs. Wir haben noch 2-3 Plätze, die wir möglicherweise füllen können. Und die genaue Liste werden wir im Internet aufschalten. Wir informieren Sie, dass wir genau in 4 Wochen wieder am gleichen Tag, am gleichen Ort sind. Es gibt eine Ausnahme. Sie werden es dann sehen auf der Liste. Im Buttisholz werden wir nicht können am gleichen auf 4 Wochen gehen, mit dem Fall auf den 1. November. Wir müssen es 4 Tage hinterher verschieben und das ist die einzige Ausnahme, dass wir immer am gleichen Tag 4 Wochen später wieder am gleichen Ort für 2 Tage. Die Leute gehen dann raus und gehen dann ins Zelt rüber und warten. Der ganze Impftrag angestoßen hat eigentlich der Herr Galliker, weil er mit dem Herrn Guido Graf in Kontakt war. Und dann haben wir es zusammen umsetzen und unterstützen. Ja.